Herr Zweig? Herr Dr. Zweig? Herr Dr. Zweig? Da habe ich doch richtig gesehen. Er ist neben Thomas Mann der meistgelesene deutschsprachige Autor in der Welt und er weigert sich, Stellung zu beziehen. Ich kann und ich werde nicht auf der anderen Seite der Welt in einem Raum voller Gleichgesinnter ein Urteil sprechen. Ich glaube an ein freies Europa. Ich glaube daran, dass Grenzen und Pässe eines Tages der Vergangenheit angehören werden. Ich zweifle allerdings, dass wir das noch erleben werden. Mein Marido hacer presentaciones, leer, pero desde 6 años no más en alemana. ¿Por qué? Ah, ¿qué era? Somos judíos. Allen muss geholfen werden. Und das sind nur die Briefe, die du für mich bekommen hast. Ich bin erst 4 Tage in New York. Wie soll ich das bewältigen? Die Menschen bitten dich um Hilfe, weil du sie leisten kannst. Weil sie immer noch glauben, ich bin ein weltbekannter Autor. Jeder Botschafter tut mir einen persönlichen Gefallen. Und dafür hetzen sie mich von Empfang zu Empfang. Weil jedes Maß verloren ist. Weil momentan ein halber Kontinent auf einen anderen flüchten möchte, wenn er nur könnte. Wenn wir uns jetzt nicht rühren, vielleicht vergessen sie uns. Herzlich willkommen zu Ihrer Sehen. Musiker. Wissen Sie, was Tolstoi sagt? Jeder Mann mit 60 soll sich im Dickicht verkriechen wie die alten Tiere. Jetzt sagt ausgerechnet Tolstoi. Er ist doch steinalt geworden, über 80. Ah, vielleicht hat es ihm gefallen im Dickicht. Wir haben nichts zu beklagen. Nein, wir nicht. Ich kann auch nicht mitmachen, wenn jemand sagt, jetzt ist Berlin aber tüchtig bombardiert worden. Ich kann das nicht ertragen. Es gibt keine Opposition gegen den Krieg als solchen. Keine Macht.